für eine bessere Zukunft, ohne bürokratische Zwänge und finanzielle Einbußen, ziehen vom 5. Juni bis 17. Oktober 2010 Schafherden durch Europa. Der Staffellauf der Wanderherden soll deutlich machen, was Schafe für die Gesellschaft, also für uns alle, leisten. Momentan werden die Schäfer einfach arg gebeutelt. Für die Produkte bekommen sie viel weniger Geld als früher. Es ist so, dass sie mit der Einzeltierkennzeichnung einen riesen bürokratischen Aufwand haben, den sie eigentlich nicht leisten können, auch finanziell nicht. Und es ist so, dass immer weniger Grünland da ist. Da müssen wir mehr tun. Da muss die Landwirtschaftsförderung auch mehr in diesen Bereich hineingehen. Denn durch die Änderung der Förderung ist es so, dass die Schäfer unten durchfallen. Der Nutzen, den Schafe und Ziegen für die Allgemeinheit erbringen, ist groß. Hochwertige Lebensmittel, nachwachsende Rohstoffe, schöne Landschaften, Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere, Schutz des Bodens vor Wind und Wasser, Schutz des Trinkwassers vor Schadstoffen aus Luft und Regen, Schutz der Luft durch CO2-Abbau und Sauerstoffproduktion bis hin zu Arbeitsplätzen auf dem Land. Ich bin gerne Schäfer geworden, weil ich einfach gern draußen bin. Wind und Wetter ist immer, ja, schön und nicht schön, aber tat immer was, auch der Winter oder der Regentag, das ist egal. Und Attraktionen für Einheimische und Gäste. Allerdings haben die Schäfer ernste Probleme mit überbordender Bürokratie des Europäischen Parlaments in Brüssel. Ihre Existenz ist bedroht. Deshalb ist der Hirtenzug auch gleichzeitig als Protestmarsch zu verstehen, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Wir pflegen die Landschaft, die Sie lieben. Wir haben mit dem Hirtenzug genau die Aufmerksamkeit erregt, die wir uns erhofft haben, beziehungsweise eigentlich noch viel mehr. Wir haben unterwegs unendlich viele Gespräche geführt mit Politikern, Entscheidungsträgern, interessierten Menschen, die uns auch Tipps und Hinweise gegeben haben. Es sind sehr, sehr viele Fenster und Türen aufgegangen. Und es wird unsere Aufgabe jetzt in Zukunft sein, wenn der Hirtenzug vorbei ist, dass wir genau diese Dinge abarbeiten. Der Film Schäfer, Schafe, Bürokraten, Brüssel, wir kommen, unterwegs mit dem Hirtenzug 2010, begleitet den Hirtenzug durch Deutschland, die Niederlande, Belgien mit Brüssel, und Luxemburg bis Trier. Ist egal bei welchem Wetter, hautnah unterwegs bei Schäfern und Schafen dabei. Nachts geht's auch, aber das dürfte funktionieren. Schon guter Dinge heute. Dürfte klappen. Staub nicht. Perfekt. Dokumentiert herausragende Ereignisse, lässt Beteiligte, Politiker und Sympathisanten zu Wort kommen. Wir brauchen sicherlich eine Lösung, was das Thema Kennzeichnung der Schafe angeht. Die jetzige Regelung, die auf den Weg gebracht worden ist, ist zu bürokratisch. Ich komme aus Landsberg, das liegt in der Nähe von Berlin. Und ich war der erste Starter vom Hirtenzug in Deutschland, und der begann da, wo es natürlich normal sein muss, in Berlin. Es ist mein erster, und insofern vielleicht unterstreicht das auch das besondere Anliegen, mein erster Besuch im Zusammenhang mit dem Thema Landwirtschaft, und den mache ich bei den Schäfern. Das freut mich, und das soll auch Sie unterstützen in Ihren Forderungen. Ein Film in dieser Form sicherlich einzigartig. Ein Film so einmalig wie der Hirtenzug selbst. Wegen der immer noch großen Nachfrage können Sie eine Neuauflage des Films ab sofort über unseren Shop erwerben.